Hey Leute, heute haben wir für euch 20 Sportler, die beim Betrügen erwischt wurden. Aber bevor wir anfangen, vergiss nicht, einen Like da zu lassen und uns zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Aber jetzt zum Video. Let's go! Die Eiskunstläuferin Tonya Harding erlangte 1994 Berühmtheit, als sie beschuldigt wurde, eine der größten Betrügereien der Sportgeschichte inszeniert zu haben. Hardings Ex-Mann und seine Freunde verletzten absichtlich ihre Kollegin Nancy Kerrigan, die Tonyas Rivalin war. Tonya leugnete jede Beteiligung, bekannte sich aber später schuldig, die Ermittlungen behindert zu haben. Der brasilianische Fußballstar Neymar Jr. ist für seine Theatralik auf dem Fußballfeld bekannt. Manchmal übertreibt er es regelrecht, um eine Entscheidung zu seinen Gunsten zu erhalten. Dieses Video zeigt deutlich, wie Neymar eine Verletzung vorgetäuscht hat, um möglicherweise einen Freistoß zu gewinnen. Überhaupt nicht cool. Als Basketballer LeBron James von einem Gegner im Gesicht berührt wurde, reagierte er total über. Alle dachten, er sei schwer verletzt, aber die Replays zeigten, dass der Kontakt minimal war und LeBrons Reaktion verzögerte sich. You see, he's reaching up right there and that's when he hits him on the chin. LeBron making sure that the referee saw it. Dieser Fußballer war so verzweifelt auf einen Vorteil aus, dass er die Hand eines gegnerischen Spielers benutzte, um sich selbst zu schlagen. Der philippinische Basketballspieler Mick Penisi ließ sich bei einem Spiel einfach fallen, um ein Foul zu bewirken, als Will McDonald von Patron Blaze den Ball an seinen Kopf warf. Eine sofortige Wiederholung zeigte jedoch seine verzögerte Reaktion. The people here in the Coliseum. Nagbanggaan. Tumama! Ay, tumama pala! Tumama! Natalie Rodriguez schubste die äthiopische Läuferin Gelete Borka während eines 1500 Meter Laufs der Frauen. Borka fiel in Folge zu Boden. Glücklicherweise gelang es Borka, sich wieder aufzurichten und das Rennen zu beenden. Die drei Bestage-Kriser von nicht. Da sehen wir den spanischen Jenta, so rett und slett løper hun ned. Du prøver å gå forbi på innsiden. Innsiden, ja. Det er... Det så nesten ut som hun dyttet den nå. Ja, hun dytter henne. Rett og slett, faktisk. Rett og slett. Den gullmedaljen, det er jeg nærmest ikke sikker på. Hva som skjer. Borka som hadde dratt absolutt hele veien. Da det var 200 meter igjen. Så ble hun løpt ned. Der Baseballspieler Sammy Sosa wurde 2003 auf frischer Tat ertappt, als er bei einem Spiel betrog. Er hatte vor dem Spiel einen Korken in seinem Baseballschläger versteckt, aber sein Trick flog auf, als sein Schläger zerbrach und die Spieloffiziellen den Korken im Schläger sahen. Sammy Sosa wurde wegen dieses Vorfalls für 8 Spiele gesperrt. Der MotoGP-Fahrer Valentino Rossi wurde dabei erwischt, wie er vor laufender Kamera einem Konkurrenten trat. Der Konkurrent stürzte schließlich vom Motorrad und fiel im Rennen weit zurück. Rossi wurde für diese Attacke schließlich schwer bestraft. Der brasilianische Fußballspieler Rivaldo hat in einem WM-Spiel zwischen Brasilien und der Türkei eine sehr gewagte Leistung vollbracht. Er fiel zu Boden und hielt sich das Gesicht fest, nachdem ein türkischer Spieler den Ball getreten hatte, der daraufhin bloß seine Hand gestrichen hat. Betrug wird nicht nur von Spielern begangen, auch Trainer sind von Zeit zu Zeit beteiligt. Dieser Trainer stellte einem gegnerischen Spieler ein Bein, um einen Vorteil für seine Mannschaft zu erlangen. Er wurde jedoch erwischt und für diese Unverschämtheit schwer bestraft. Jets sideline. Well, it looked like he got tripped by one of the
Members of the Jets staff. This is just uncalled for in the NFL. Watch the knee here being stuck out on purpose to trip up Nolan Carroll. Not sure who that person is, but they should be ashamed of themselves. There, but did that... Der Baseballspieler Will Smith wurde mit einer klebrigen Substanz an seinem Unterarm gefunden, die, wie die Offiziellen feststellten, verwendet wurde, um den Baseball besser in den Griff zu bekommen. Smith wurde wegen Betrugs sofort vom Spiel ausgeschlossen. Will Smith. Checking his glove. I thought it was on his glove, but... All right, Jim Joyce went right to the wrist, felt the... has been ejected. A foreign substance on the glove. Motorsportpilot Romano Fenati zog bei einem MotoGP-Rennen schändlicherweise den Bremshebel eines Konkurrenten, was ihn das Leben hätte kosten können. Er tat dies, um sich im Rennen einen Vorteil zu verschaffen. Der NFL-Spieler Antonio Brown befand sich inmitten eines großartigen Laufs und wartete auf einen Touchdown für sein Team. Er traf jedoch einen gegnerischen Spieler brutal und wurde für seine Aktion bestraft. Just flailing away at number 84, but I don't know why Brown thought he had to do that. He had the easily if he sticks to his left, but instead tries to hurdle landing and puts his foot right in the face mask. To the face of Spencer Lanning, right there. Der australische Cricketspieler Cameron Bancroft wurde von der Kamera erfasst, wie er mit Sandpapier den Zustand des Cricketballs veränderte. Dies ist im Cricket streng verboten, da es einen unfairen Vorteil verschafft. Baseball-Pitcher Joe Niekro wurde während eines Baseballspiels mit einem Schmirgelbrett und Schleifpapier erwischt. Er benutzte die Gegenstände, um den Zustand des Baseballs zu verändern. They're checking him all over. I've never seen him do a search like this. Oh, quite like this before. He's out of there. He's been kicked out of the game. Golfer Patrick Reed brachte den Golfsport, der im Allgemeinen eine makellose Sauberkeit aufweist, beim Hero World Tournament 2019 in Verruf. Reed benutzte einen Golfschläger, um heimlich Sand wegzuschlagen, um seine Schlagposition zu verbessern. Die Behörden erkannten dies und Reed wurde bestraft. Der westindische Cricketspieler Roger Harper erwies sich als einer der größten Betrüger im Cricket, als er fälschlicherweise einen Catch behauptete, der gar keiner war. Glücklicherweise wurde eine Überprüfung vorgenommen und der Schlagmann durfte weiterschlagen. You would have to think, must have known that ball got away from him, whether he thought that... Der Fußballer David Luiz dachte, Betrug sei lustig. Nach einer Schwalbe fiel ihm nichts Besseres ein, als zu lachen. Dieser Torhüter... Und das war's. Danke fürs Zusehen und abonniert unbedingt Alpha Loop. Bis zum nächsten Mal. Ciao.